Oh mein Gott, das hat funktioniert, Bro. Die Katze ist immer noch dort und wartet auf uns, aber wir geben nicht auf, wir machen weiter. Wir holen sie uns. Oh mein Gott. Comics Bob. Wir sind heute zurück. Bro, wieso bin ich immer so laut, Alter? Mein Mikrofon ist zu laut, immer eingestellt, wirklich. Ich kann nicht die richtigen Mikrofoneinstellungen finden. Entweder ich bin zu leise oder ich bin zu laut. Bro, das ist ein hartes Leben, das sage ich euch. Klar, Spaß. Aber nee, meine ich, mit den Mikrofoneinstellungen stimmt echt, okay? Ich finde die nie die richtigen, nie. Hoffentlich ist es jetzt gut genug. Und Comics Bob, wir sind in der Steinzeit und momentan spielen wir diese Frau dort. Eigentlich wollen wir diese Frau dort klären, aber sie wurde von Aliens entführt, jetzt ist sie wieder auf der Erde. Wir kommen zurück, um zu erfahren, dass mein Steinzeitmann fremd geht mit einer Ursula. So habe ich sie doch genannt, oder? Ja, ich glaube, ich habe sie Ursula genannt. Wortwörtlich. Weil Ursulas halt immer ganz bestimmt aussehen. Ich, Topmodel, komme zurück auf die Erde und sehe meinen Steinzeitmann mit einer Ursula. Das geht zu weit. Abonnieren kostenlos, ansonsten wirst dein C gegen diese Bettkante hier stoßen. Bro, ich denke mir sowas nicht aus. Und lass uns doch oben dafür mehr Videos. Ansonsten darfst du nie wieder deine Achselhaare rasieren, Bro. Okay, let's go. Lass uns reingehen. Wir kommen zurück. Ah, sie hat ihn nicht vergessen, aber sie sieht jetzt das Bild. Oh mein Gott, Bro. Sie wird jetzt das Bild sehen. Wir werden zerstören. Wir werden den Hammer nehmen und es einfach zerstören. Das geht doch, oder? Let's go. Bam. Ist das ein Scherz? Ich will nur kurz erwähnen, ich habe sogar Internet ausgemacht. Ich habe Internet ausgemacht, Bro. Hey, Bro. Okay, let's go nochmal. Wir übermalen das einfach und malen uns dahin. Ich meine, anscheinend hat jeder an der Stein. Oh. Oh mein Gott, sie zerstört sein Bild so. Ich dachte, sie übermalt das jetzt. Ich sehe dich. So viel Talent hat sie halt nicht. So viel Talent hat nur er. Oh, wir müssen ihm helfen. Tja, wie machen wir das? Wollen wir eine Pfeife benutzen? Ich habe das Gefühl, die Pfeife könnte funktionieren. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, die Pfeife funktioniert eher, oder? Ich weiß zwar nicht, ob es in der Steinzeit schon Pfeifen gab, aber. Ja, 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 ja. Das hat funktioniert. Und das Teil liebt uns. Wow. Oh, du da. Ja, ich sehe dich. Was? Du erzählst mir davon. Oh, er sagt mir alles. Was geben wir ihm dafür? Ich weiß, ich gebe ihm ein Stück Fleisch dafür, er will doch bestimmt keinen Honig haben, oder? Ich meine, so ein starkes... Ist das ein Scherz? Okay, wir geben dir Honig. Ich weiß nicht, wieso Honig, aber mag er Honig oder wie sieht's aus? Okay, anscheinend mag er Honig, das ist so merkwürdig. Oh mein Gott, ich komme zurück und sehe sowas. Bro, ich bin da sprachlos. Ich kann nicht mal mehr reden. Was soll das? Was soll ich machen? Flasche? Ich nehme das linke. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hoffe ganz stark, es wird funktionieren. Let's go. Oh mein Gott, was geschieht da? Oh. Das funktioniert. Wir haben sie eingeschläfert. Und jetzt ziehen wir nur ihn mit. Ursula bleibt liegen. Okay, crazy, Bro. Oh, jetzt gibt's B-Fight. Jetzt gibt's den B-Fight schlechthin. Wir nehmen das Rechte. Ich habe das Gefühl, das sollte funktionieren, oder? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Übrigens, das erste, was ich verwendet habe, war Pfefferspray. Wollte ich nur kurz erwähnen. Bro? Oh mein Gott, das hat nicht funktioniert. Ich wusste ja nicht, dass es so Feuerspeicher hat wie ein Drache. Also, wir sollen anscheinend die Maus nehmen, so wie es aussieht, richtig? Ich glaube ja, Bro. Lass mal sehen. Sie läuft von der Maus weg. Sie hat Angst vor Mäusen. Also, das ist crazy. Und du kommst mir mit, mein Freundchen. Ich meine, ist das ein Scherz? Ich bin 5 Minuten weg aus Planet Erde und du suchst dir gleich die nächste. Okay, was jetzt? Wir können baden gehen oder eine Bombe. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ich werde das Bad nehmen. Wetten, das ist wieder falsch. Obwohl, hey, das könnte richtig liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Bro, ist es ein Scherz? What? Was passiert hier gerade? Was? Ist da gerade los? Stell dir mal vor, die beiden kommen zusammen und er hat dann keine mehr. Oh mein Gott. Er wacht jetzt auf, wir spielen wieder ihn. Und da ist wieder der Affe. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Was ist das Problem? Wie kann ich dir helfen, Affe, Bro? Wir müssen ihn küssen, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, hundertprozentig. Es gibt keine... Ja, das funktioniert. Es hat funktioniert. Er ist wieder wach, okay? Wir nehmen ein Glas Wasser. Wir nehmen ein Glas Wasser. Let's go. Komm schon. Oh mein Gott, was? Oh. Es hat nicht funktioniert. Ich habe auch nicht gesagt, dass du das Glas Wasser so verwenden sollst. Du solltest es auf sein Gesicht werfen. Okay, dann nehmen wir diesmal das Haus. Mal schauen, ob das funktionieren wird. Es muss ja eigentlich funktionieren, richtig? Wow, es hat funktioniert. Wir haben ihn einfach reingetragen. Warte mal. Oh mein Gott, das ist eine Weibchenaffe, Bro. Ich meine, ich habe ja gesagt, er wird keine mehr finden, aber anscheinend ja schon. Was sollen wir machen? Ich nehme mal das Bild. Ich weiß nicht, wieso. Es könnte funktionieren. Bild. Oh mein Gott, das hat nicht funktioniert. Wieso ist heute alles, was ich treffe, einfach falsch? Dann nehmen wir die Pfanne. Ist okay, wir nehmen einfach die Pfanne. Let's go, let's go, let's go. Und? Du kochst mir jetzt was. Ah ja, ja, gut. Ich meine, du bist die Frau, also natürlich tust du das, was noch sonst, richtig? Oh, sie kommt mit Spiegelei zurück. Danke dafür, dass du es mir gemacht hast, aber ich werde es einfach essen. Ich werde es essen. Ich werde es mit einer Gabel essen, so tun, als würde es mir schmecken. Lecker, lecker, lecker. Vielen Dank. Ich meine, stell dir mal vor, sie macht was zu essen und wir essen sich mal. Was ist dein Problem? Möchtest du das Fenster raus oder was willst du von mir? Ich gehe durch das Fenster raus. Ich kann dir keinen Kuss mehr geben, sorry. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin stecken geblieben. Ich hätte dir noch einen Kuss geben sollen. Ist das ein Scherz? Okay, dann machen wir das auf die alte Art und Weise. Ich gebe meiner Frau einen Kuss. Ich tue so, als würde ich sie lieben.
Meine neue Frau. Anscheinend ging es damals. Damals gab es zu viel Gerede. Damals war es einfach chilliger, okay? Aber wir wissen, was unser Ziel ist. Wir müssen unsere beiden realen Frauen finden. Dieser Affenfrau, das war nur ein Ersatz, okay? Wir geben dir einen Fisch. Bitte, das wird funktionieren. Wie gesagt, heute liege ich anscheinend immer falsch. Aber wenn ich jetzt Glück habe, könnte ich richtig liegen. Ey, nee, heute ist echt nicht mein Gaming-Tag. Gibt's sowas überhaupt? Dann werfe ich halt eben Lasso. Ich meine, wenn das funktioniert, dann werde ich glücklich sein. Wir haben ihn. Du gehörst jetzt mir. Oh mein Gott, wir werden jetzt auf ihm reiten. Okay, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber das ist schon ziemlich cool. Oh, er hat sich wieder verliebt in dieses Ding. Hm, ich kann es zum Explodieren bringen, weil sonst wird er einfach hinterherfliegen, oder? Aber, oh, warte, er wird sauer sein. Ich habe doch gesagt, heute ist nicht mein Gaming-Tag. Dann verwenden wir halt eben den Ventilator. Bitte, es funktioniert. Bitte, es funktioniert einfach. Gott sei Dank. Sieht gut aus. Bienen attackieren uns. Oh, what the freak? Okay. Bienen können in einer großen Anzahl sehr gefährlich sein, deswegen, oder Wespen oder was auch immer sein soll. Also Pfefferspray wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir haben es jetzt schon mal verwendet. Könnte, aber wir verwenden Zeitung. Ich habe das Gefühl, Zeitung klappt immer. Zeitung klappt immer. Von wo hat er eigentlich die Zeitung? Ich meine, er lebt in der Steinzeit. Ich meine, ich wollte so kurz erwähnen, okay, vielleicht hat er, ist er aus der Zukunft in die Steinzeit gekommen, aber wieso hat er dann Steinzeit-Klamotten an? So viele Fragen. Wir sind jetzt selbst im UFO. Ach so, wir sind in ihrem UFO. Warte mal. Gehen wir jetzt auf einen anderen Planeten oder was hat er genau vor? Oh, da bist du wieder. Ich meine, ich werde einfach das hier einsetzen. Ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl, das funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Na, dafür werden wir halt eben den Laser. Was war das aber für Laser? Ich glaube, der friert ein, oder? War das so? Oder war das... Ah, ja, doch, der fliegt ein, okay. Oh, wir haben gecrashed, wir sind gecrashed. Bro, ist das jetzt ein Scherz? Was hast du jetzt vor? Wir können... Wieso soll ich das tun? Schaufel? Wozu die Schaufel? Also, die Schaufel wird auf jeden Fall nicht klappen. Was sollen wir denn mit der Schaufel tun? Bitte, es klappt. Und? Oh, oh. Es war ein Fehler. Dann verwende ich halt eben doch die Schaufel. Ich meine, wenn das anscheinend klappen soll... Oh mein Gott. Ja, das habe ich ja nicht... Was? Das habe ich nicht erwartet. Für mich war das UFO eigentlich schon kaputt, aber egal. Oh, nein, ein Kabel ist runtergefallen, wir sind am Baum stehen geblieben. Okay, das ist ganz und gar nicht gut. Was verwende ich? Ich verwende das hier, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein... ja, oder? Bitte, es klappt. Bitte? Oh mein Gott, Gott sei Dank. Schädel hätte doch niemals im Leben geklappt. Ich glaube, man sollte nicht danach gehen, was klappt, sondern man sollte gucken, was nicht klappt. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Kacke. Wir sind jetzt wortwörtlich im Universum. Warte mal, fliehen wir zu dem Planeten zurück, wo... Ja, das ist der Planet, wo sie drauf war. Ich nenne sie Jessica. Jessica Ursula und Fred. Sein Name ist Fred. You're a legend, Fred. Sie haben mir den Namen zwar nicht merken können, aber ihr in den Kommentaren werdet mich immer daran erinnern können. Wir geben eine Rose. Weil ganz ehrlich, einfrieren wird niemals klappen. Seht ihr, es geht danach, was nicht klappen wird. Und es hat funktioniert. Ich wusste, einfrieren wird nicht klappen. Rose wird klappen. Easy peasy lemon squeezy, bro. Ein Portal. Ist es so ein Rick and Morty Portal? Könnte sein, ne? Was wird nicht funktionieren? Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die Rakete wird weniger funktionieren. Ich weiß nicht wieso. Aber wir geben dem Nudeln. Und? Ah. Ah, wow. Okay. Rakete, lass mal sehen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber... Warte mal, fliegt die Rakete nicht auch zurück? Ich meine, das ist... Das ist echt merkwürdig. Let's go, wir sind auf einem Fremdplaneten und wir brauchen ein Kabel. Ich sehe schon, ich sehe schon. Da können wir nicht runter. Wie kommen wir darüber? Was wird nicht funktionieren? Eine Schlange wird nicht funktionieren, oder? Wir nehmen das Seil. Das Seil hat mich noch nie enttäuscht in meinem Leben. Und dieses Jahr wird mich auch nicht enttäuschen. Komm schon, das Seil geht kaputt, oder? Oh mein Gott. Dann nehmen wir halt eben doch die Schlange. Ich meine, meinetwegen. Wieso denn auch nicht? Let's go. Okay. Ja, natürlich. Das hat funktioniert. Alles klar. Oh, da ist eine Katze mit diesem Ding. Wie wollen wir sie füttern? Ich meine, ich nehme mal die Maus. Ich habe das Gefühl... Okay, Fischmüllkatze. Aber ich habe das Gefühl, die Maus wird funktionieren. Weil sie das Teil loslassen wird. Und dann lieber die Maus suchen wird. Und es war richtig. Wow. Wir müssen untergehen. Wir müssen uns aber entscheiden. Entweder wir nehmen die Leiter. Und ich entscheide mich für den Kamin. Ich passe da nicht durch, oder? Oh mein Gott, das hat funktioniert, Bro. Die Katze ist immer noch dort und wartet auf uns. Aber wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Wir holen sie uns. Oh mein Gott. Bist du ein Alien? Weil wenn ja, dann sind Aliens echt besser als erwartet, Bruder. Ich bin der Weihnachtsmann, hä? Das wird hundertprozentig funktionieren. Hey, ich werde sie aus wie ein Weihnachtsmann. Ja, yep, sorry, dass ich das sehe, aber der Weihnachtsmann würde niemals auf scharfe Frauen stehen. Also, was haben wir hier? Schrank oder was wird nicht funktionieren? Ich habe das Gefühl, der Schrank wird nicht funktionieren, also nehmen wir Papierflieger. Ich meine, wahrscheinlich wird der Schrank auf mich fliegen oder so, richtig? Bam, let's go, ich wusste es, Bro. Du kannst jetzt aufgeben, was wird hier nicht funktionieren? Der Stick wird wahrscheinlich nicht funktionieren, die Fliege schon, obwohl... Ich weiß immer noch die Fliege, okay, ich gehe nach meinem Instinkt, ich weiß es halt nicht. Es ist das Letzte. Es könnte jetzt alles falsch liegen. Oh mein Gott. Dieses Weihnachten ist bestes ever. Wir haben das bekommen, wofür wir hier sind. Aber weiter geht's. Wir müssen wieder zurück zu unserem UFO finden. Was ich eigentlich links geparkt habe, aber akzeptiere ich einfach mal. Was sollen wir tun? Traktor oder das hier? Ich weiß ja, ich sag nicht, aber ich glaube, ich werde Traktor nehmen. Einfach, vielleicht kann ich das ja mitnehmen oder so. Wow. What? Was genau passiert hier? Und? Funktioniert... Nee, es funktioniert nicht. Dann nehmen wir halt eben den Gullideckel. Wie auch immer das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung.
Wir passen da rein. Ich bin irgendwie erstaunt. Ach so, das war dein Ziel. Hättest du auch einfach rüberklettern können oder nicht? Polizei gibt es anscheinend auf einem anderen Planeten auch. Ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Alien-Planet gibt, der genauso wie Planet Erde ist. Also wir können weibliche Handschellen nehmen oder eine Puppe. Ich habe das Gefühl, die Puppe wird funktionieren. Ich weiß nicht genau wieso, aber das ist ein Mann. Der wird schon auf abfahren, oder? Und ja, er tauscht sie ein gegen meine Freiheit. Sehr schön. Würde auch auf unsere Erde klappen, bin ich ganz ehrlich, bei den meisten Männern. Und da ist ein Baby, was heult. Was tun wir denn dagegen? Ich meine, Schnuller? Nee. Wir machen das. Schnuller wird niemals klappen. Ich meine, Schnuller würde auf Planet Erde klappen, aber nicht auf diesem Planeten. Da klappt kein Schnuller. Da klappt auf jeden Fall sowas. So bringst du da Babys dazu, die Schnauze zu halten, okay? Jetzt weißt du es. Bitte nicht auf Planet Erde nachmachen. Hier funktioniert das nicht. Bro, ich habe einen neuen Wagen. Das sieht aus wie ein Cyberpunk 2077 Wagen. Ich wollte es nur kurz erwähnen, Bruder. Okay, was gebe ich ihm? Entweder Pink oder das Linke. Ich habe das Gefühl, das Pinke wird nicht so ganz funktionieren. Ich gebe ihm das Krasse. So, ich meine so einen richtig krassen Hund, okay? Und? Bist du ein krasser Hund? Du bist ein krasser Hund. Gehörst du jetzt mir? Okay, nein, aber du bist ein krasser Hund. Das steht fest, oder? Bist du mit eingeschnitten? Aber nicht, oder? Warte, haben wir den Hund jetzt rekrutiert oder haben wir ihn nicht rekrutiert? Hier können wir ein Geschenk nehmen oder ein Streichholz nehmen. Ich würde ein Geschenk nehmen, weil ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich, das Streichholz wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Und der Weihnachtsbaum, der freut sich wieder. Weil ich meine, ein Weihnachtsbaum ist nur ein richtiger Weihnachtsbaum, wenn man ein Geschenk drunter legt. Nun, entweder springen. Oder wir... Ich habe das Gefühl, springen wird nicht funktionieren. Also ich nehme lieber ein Helm. Und? Bitte sagen wir, das wird funktionieren. Bitte. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich weiß es wirklich nicht. Und? Ah, ich sehe dich. Oh mein Gott. Genialhaft. Das funktioniert, oder? Aber wie komme ich jetzt rüber? Wie komme ich jetzt rüber? Mich auch? Nimmst du mich bitte mit? Komm schon, Bro. Oh mein Gott. Okay, wir springen. Hat es jetzt funktioniert oder nicht? Weil ich bin mir nicht mehr sicher. Oh mein Gott. Oh, let's go. Es hat funktioniert. Gott sei Dank, ich war mir echt nicht mehr sicher. Nun, wir sind noch nicht zurückgekommen. Wir müssen zurück und da ist Lava. Immer das mit der Lava, ne? Wir können's... Ich meine, komm schon. Mit dem Strohhalm, das macht keinen Sinn. Ich nehme die Sticks. Ich weiß zwar nicht, wie es funktionieren würde, aber Strohhalm? Wie soll das bitte funktionieren mit dem Strohhalm? Oh, wow. Das war auch eindeutig, oder nicht? Da bist du wieder. Oh, die sind echt niedlich auf jeden Fall. Irgendwie so ein Haus hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Außer, dass ich wahrscheinlich essen würde. Wir werden das Linke verwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Axt funktionieren wird. Und habe ich recht? Sieht gut aus. Oh, jetzt gehörst du mir. Das bedeutet, du gehörst mir. Ich meine, unsere Aufgabe ist immer noch zurückzukommen. Warte mal, sind wir an derselben Gegend, wo sie gefangen wurde? Ich bin mir noch nicht sicher. Wow, was soll ich tun? Grün oder rot? Ich habe das Gefühl, die meisten würden grün nehmen und deswegen ich nehme rot. Und es macht uns größer. Ist es jetzt gut oder schlecht? Oh, wir sollen aber durchkommen. Ich sehe dich. Dann werde ich halt eben rot. Nein, ich habe schon wieder rot genommen. Ich habe davor nicht grün genommen. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Wir nehmen jetzt das Grüne. Das sollte funktionieren, oder? Ja, wir wurden kleiner gemacht. Jetzt kommen wir da durch. Wow. Oh, das ist ein Klon. Ich hab's schon wieder vergessen. Er sieht jetzt die Klone. Bro, es gibt doch keinen Grund mehr zurückzukehren. Ich habe jetzt Millionen Klone. Was soll ich mit dir, hä? Also, was sollen wir nehmen? Ich glaube, ich werde den Schalter aktivieren. Das sollte funktionieren oder auch nicht. Oh, Kacke. Das sieht nicht gut aus. Ich hätte es einfach kaputt machen sollen. Verdammte Kacke. Na gut, dann sind wir einfach aggressiv. Wir sind so richtig aggressiv. Wenn das funktioniert, meinetwegen, ich mache das, was funktioniert. Okay? Gott sei Dank. Ich kann es nicht glauben. Oh, wow. Oh, okay, sie steht doch auf mich. Das ist sehr gut. Ach, die warten schon auf mich. Ich meine, war ja klar, dass sie Klone von ihr stellen. Ich meine, ich würde dasselbe tun. Ich kann es ja nicht übel nehmen. Let's go. Wir nehmen hier einen Ballon. Wird das funktionieren? Bitte sag mir ja. Bitte sag mir ja, es muss funktionieren. Oh mein Gott. Anscheinend ist es hier irgendwie antörend, wenn die irgendwie mehrere Augen haben. Bro, es hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Wir spielen wieder sie. Warte mal, wir sind wieder bei Level 1. Bro, habe ich alles geschafft? Ich check das gerade nicht. Wieso bin ich bei Level 1 wieder? Hä? Warte mal kurz. Ich mache mal kurz weiter. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher. Oh, Bro, weiter geht's. Es gibt keine mehr Level. Alter, das ist perfekt. Ich wollte das Video sowieso hier stehen lassen. Alter, wenn das immer so perfekt wäre, dann wäre ich happy. Aber gut, das war's für das Video für mehr solche Spiele. Lasst doch oben da, abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke für mehr davon. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!